Jutti, ich habe heute ein paar äh, frische Düfte eingepackt. <laughs> Überraschung! Ich stelle ja in letzter Zeit kaum frische Düfte vor, weil ich ja auch nicht irgendwie auf der Suche nach äh, meinem Sommerduft 2022 bin. Äh, also jetzt ist es so, ich habe halt super viele Samples bekommen, habe äh, den ein oder anderen Flakon noch hier, wo ich mir dachte, das sind jetzt Düfte, die würde ich auch im Sommer tragen. Aber das sind jetzt nicht Düfte, die würde ich nur im Sommer tragen. Wisst ihr? Und es sind genau mal was ganz Neues. Heute mal kommt was, was ich noch nie gemacht habe. Habe, nämlich Sommerdüfte vorstellen, <laughs> meine, meine lieben Zuschauer, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, genau. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe einfach, äh, habe einfach gedacht, komm, machen wir mal nochmal eine Runde, weil hier wirklich auch ein paar Dinger dabei sind, die man jetzt nicht so typischerweise im Sommer, würde ich jetzt mal sagen, verorten würde. Ne? Also die sind schon gehen so schon in die Richtung frischer Duft und sowas alles, aber finde es einfach äh, von der DNA her auch ein bisschen cooler, als jetzt einfach nur so ein Zitrusduft. Und deshalb jetzt einfach mal so die zehn letzten, äh, die ich dazu bekommen habe. Leider ist der Tiga von äh, Bulgarien. Ne? Äh, Tüger heißt er. Der ist leider nicht dabei. Ich suche den gerade mal kurz raus. Nur, dass ihr es mal seht hier. Der hier. Äh, da hatte ich mir auch eine Abfüllung auf Parfumo äh, gezogen, aber das hat scheinbar noch nicht mit dem Versand geklappt. Was ich sehr schade finde, weil schaut euch mal Haltbarkeit und sillage an. Das wäre bei einem frischen Duft auf jeden Fall sehr, sehr nice geworden. Aber wie gesagt, den pushe ich dann einfach in ein neues Video, weil ich glaube, so frische Sommerdüfte, das äh, ballert auf jeden Fall immer bei euch. Und deshalb werde ich mir das hier gerne mal noch in einem separaten Video angucken. Aber okay, Leute, fangen wir an einfach mal an mit einem Duft, den ich jetzt zum Beispiel heute getragen habe. Ich habe den heute getragen und da möchte ich auch gerne direkt mal darauf aufmerksam machen, wenn ihr das auf YouTube schaut später, schaut bitte gerne in die Beschreibung, denn das ist dann wieder mal eine Kooperation. Und zwar ist es mit dem Shop .de, Cooler, kleiner, äh, nischiger Online-Shop. Die führen einige Marken, ne? also hier Parfums de Malie, Initio und so weiter. Und auch zum Beispiel die Laboratorio Olfativo Dinger, die ja auch sehr sehr geil sind und da werde ich euch einfach mal die Links zu den Parfums de Mali-Düften aus dem heutigen Stream dann mal reinstellen, wenn es später auf YouTube online geht. Also schaut da gerne mal rein. Genau, der erste Duft, den ich vorstellen will, ist der Sadly von Parfums de Mali. Und das ist ein Duft, den auch sehr, 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 sehr viele von euch angefragt haben. Äh, genau, Laboratorio-Olfativo-Raum-Sprays sind richtig geil. Witzigerweise habe ich äh, letztes Jahr zu Weihnachten meinem ehemaligen Arbeitgeber so eine Reihe von Duftstäbchen geschenkt, weil ich war ja bei Douglas und dachte mir so: hey, komm, äh, sagst du äh, dem alten Arbeitgeber, wo du vorher warst, auch nochmal Dankeschön. Wo oh, war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich habe denen die äh, Laboratorio Olfativo äh, Raumdüfte geschenkt und äh, weil ich mir dachte, so einfach, um mal Danke zu sagen für, ähm, für die Zeit. Äh, das ist sehr, sehr krass. Also die haben sich sowas von gefreut und tatsächlich habe ich dann irgendwie zwei, drei Monate später nochmal eine Nachricht von einer Mitarbeiterin bekommen, die mich gefragt hat, wo ich die her habe, weil sie war wohl irgendwo da im Büro und der hat dann erzählt, ja, der Kai hat das äh, uns geschenkt und sie fand das so geil, dass sie einfach direkt dann äh, da auch nochmal gekauft hat. Was natürlich sehr cool ist. Ja, wenn ihr grundsätzlich Bock auf äh, sowas habt, könnt ihr natürlich gerne auch mal fragen oder mir Bescheid sagen in den Comments dann später. Dann mache ich gerne auch noch mal was über, über Raumdüfte. Ne? Das wäre auf jeden Fall auch mal ganz cool. Vielleicht eher so im Herbst-Winter, aber ich sag's nur. Okay, also der Sedley. Genau, Sedley hat der. Wer hat das gerade geschrieben? Soll relativ stark auf relativ schwach auf der Brust sein. Das kann ich so ganz sicher nicht bestätigen, denn ähm, ich hatte den heute drauf und hatte bestimmt sechs bis sieben Stunden damit Spaß. Ich wollte eigentlich heute Abend noch mal rausgehen, also der Gedanke war. Ich wollte heute Abend eigentlich mit meinem Papa in ein äh, recht gutes Restaurant rein, hatte mir dafür heute Morgen den Diageo von Roger Parfums bereitgelegt, dass ich den nachmittags nochmal aufsprühen kann und bin mit der Erwartung reingegangen, dass das Setlay nicht so stark hält, ne? weil ich mir dachte, morgens halt frisch und dann nachmittags, wenn es losgeht, äh, dann packe ich nochmal so den fetten Chypre-Duft drauf. Allerdings muss ich sagen, es hat mich sehr stark überrascht, wie stark dieser Duft dann doch tatsächlich ist und vor allen Dingen, was für eine DNA der hat, denn äh, ich fand es sehr überraschend, dass er für mich fast schon so eine Udige so eine udige DNA hatte. Also sehr krass irgendwie beim ersten Aussprühen kam das schon so eine leicht schwerölartige, balsamische, ölige Geschichte, die ich da wirklich vernommen habe. Und wenn ich jetzt mal so in die Duftnoten reinschaue, in der Basis Sandelholz, Zedernholz, Vetiver, Patchouli, Kaschmiran und Ambrox. Ich schätze, das wird so das Zedernholz sein, weil Zedernholz, wenn man es rein riecht als Öl, dann hat es häufig so eine richtig dunkle, balsamische, schwerölartige Komponente und das könnte auf jeden Fall das sein, was ich da gerochen habe. Ansonsten schöner Freshy. Also ich finde nicht, dass hier zu viel Fokus auf den zitrischen Noten liegt oder auf der Minze, sondern es ist eigentlich eher so, ja, weiß ich nicht, äh, ein, ein undefinierbarer Mix im weitesten Sinne. Also hier ist ja auch Lavendel drin und Weihrauch und sowas. Also es ist wirklich einfach so eine leicht frische und angenehme, duftende DNA, die dann aber im Hintergrund wirklich so dieses ölige, dunkle Zedernholz hat. Es wird Zedernholz sein, Freunde, machen wir uns nichts vor. Und das finde ich äh, sehr, sehr cool. Ja? Also es ist mal ein anderer, ein anderer frischer Duft für, für den Sommer. Würde ich sagen. Und nichts, was jetzt so super krass zitrisch ist, sondern eher so frisch, aber halt anders frisch. ja. Und ich äh, habe tatsächlich gerade auch gesehen, dass der Olivier Cresp das gemacht hat. Ein Parfümeur, dem ich jetzt gerade auch auf, auf Insta folge seit ein paar Wochen. Und der einige sehr, sehr gute Düfte rausgebracht hat. Ne? Gentleman Givenchy zum Beispiel ist ja auch ein super, ein super Favorit von mir. Und ja, finde ich geil. Also äh, freut mich zu sehen, dass er das gemacht hat. Wusste ich auch so in der Form nicht. Noch jemand der Meinung, dass der Jasil Galea ähnlich zum Arabian King Margeba riecht? Ja. Ja, ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Ich hatte den Jazil Galia auch. Ich finde den ein bisschen heller und ich habe den aber auch sehr, sehr schnell wieder verkauft, weil ich irgendwie nicht so, nicht so warm damit wurde. Also ich hatte mir irgendwie was anderes davon erhofft. Die haben ja gesagt, da ist so Kalakassi-Ut drin und sowas alles. Also das Klingel, klang alles sehr Ut-fokussiert und es war dann aber eher so ein, äh, so ein ganz heller, pudriger Roseduft. Und das fand ich nicht so, nicht so hot, sage ich jetzt mal. Deshalb habe ich den schnell wieder verkauft. Jo, aber Setley auf jeden Fall sehr sehr spannendes Teil. Habe ich so nicht erwartet, weil ich irgendwie dachte, das wäre doch eher so in Richtung Zitrus und frisch. Ich glaube, perfaste Marie hat es wirklich geschafft, da nochmal mal so dieses orientalische Ding drunter zu ballern, was mich sehr sehr freut. Ein anderer Duft, den ich da an dieser Stelle gerne mal auch von Marie empfehlen würde, ist der Greenly. Greenly ist ein sehr spannender Duft, der auch wieder ja unkonventionell frisch ist. Sage ich jetzt mal, weil der halt so in diese. Also ihr werdet das sehen beim Flakon, das ist so ein grüner grüner Apfelduft. Ne? Also Greenly, <laughs> ich meine der Name ist ja auch äh, hier an dieser Stelle jetzt verrät ja schon sehr sehr viel. Aber auf jeden Fall grüner Apfel und dann irgendwie so eine grünliche DNA ähm, mit dabei. Ich finde den relativ fruchtig. Ja also er ist wirklich ein süßlich fruchtiger Duft. Fast schon. Mir wurde letztes Jahr im Winter mal empfohlen, dass ich den mal layern soll mit dem Carlyle, weil das wohl eine sehr geile Kombi ist. Kann ich so nicht bestätigen. Also für mich hat sich das eher so ein bisschen, hat eher so ein bisschen konkurriert äh, miteinander und was ich aber auf jeden Fall wahrgenommen habe, ist, dass der Carlyle und Greenlee zusammen dann nochmal so diese grüne Apfelnote von äh, Greenlee sehr, sehr stark hervorkehrt. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass dieser Duft im Sommer sehr, sehr geil kommt, weil dadurch dieses Frische in dem Duft und dieses Grüne einfach nochmal hervorgekehrt wird. Also wenn es so richtig warm wird, kommt dieses Frische, Grünliche einfach volle Kanne durch und das hat für mich einen sehr erfrischenden Effekt, Zumal dieser Duft deutlich länger hält, als das bei dem äh, Sedley zum Beispiel der Fall ist und auch mehr projiziert. Also, ich fand den nochmal ein bisschen stärker. Und das ist sehr schön, weil man den sehr, sehr gut einfach äh, dann im Sommer tragen kann, um sich so ein bisschen runter zu kühlen. Ja, es gibt ein paar Leute, die den nicht so feiern. Ich weiß nicht, woher das kommt, ja, weil ich finde den sehr gut gemacht und sehr hochwertig wirkt der und deshalb auch wieder so dieselbe Kategorie, ne, angenehm erfrischend, so ein bisschen orientalisch im Hintergrund und äh, aber trotzdem äh, irgendwie auch spannend ausgefallen und auf der anderen Seite dann auch wieder sehr erfrischend und einfach sehr schön für den Sommer. Das sind also die beiden äh, Parfums de Mali Düfte. Den äh, Percival hast du ja gerade geschrieben, Brummifahrer. Äh, den habe ich noch nicht getestet tatsächlich. Also es ist der einzige Parfums de Malie Duft den ich glaube ich noch nicht getestet habe bis jetzt. Bis jetzt habe ich sonst ja alle anderen irgendwie auch verwurschtelt auch in der Top 10 Liste mal, aber den Percival noch nicht und äh, da kann ich gerne auch noch mal rangehen, wenn dich das interessiert oder wenn euch das interessiert. Gut. Dann haben wir als nächstes einen super, super teuren Duft, von dem der Blue Beanie mir eine Abfüllung geschickt hat. Äh, an dieser Stelle will ich auch gerne noch mal Werbung für den Blue Beanie machen, weil der wirklich, äh, ja, ein, ein toller, toller Typ ist, der auch wieder sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Action macht aktuell, zumindest auf Insta. Genau, das werde ich hier gerne mal verlinken, also schaut euch den Kanal gerne mal an, wenn ihr auf YouTube dann guckt. Und das hier ist eben der Oceania von äh, Roger Parfums, ja. Äh, Oceania ist ein ozeanisch frischer Duft, also ein, ja, aquatisch, aquatischer Duft, würde ich sagen. Den habe ich gestern getragen und mich auch sehr, sehr gut damit eingesuppt. Erstmal, was gut daran ist, ist, dass er eine gute Performance hat. Wirklich schön performt, lange hält auf der Haut und einfach auch sehr lange um einen herum wahrnehmbar bleibt. Was mich so ein bisschen abgetörnt hat, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, ist, dass er für mich sehr generisch gerochen hat. Ja, also war wirklich so sehr frisch ne? und sehr so. Duschgel, Weichspüler mäßig. Und das fand ich dann, ja, um den halt so zu tragen. Ich weiß nicht, was der was der im Retail kostet. Das können wir gerne auch mal gucken. Also, erstmal von den Duftnoten her, ne, sehr viel Zitrus, So ein bisschen ne, Lavendel riecht man hier, finde ich, sehr, sehr deutlich raus. Also, steht hier auch, ist für mich sehr deutlich. Dann eher noch so Jasmin und Pfeilchen. Veilchen rieche ich auch sehr krass. Und dann der Basis es ist es halt so was Holziges. Hat ein bisschen eine pudrige Note. Und ja, was soll ich sagen? Also ich weiß nicht, was der. Ich weiß nicht, wo der preislich liegt. Das wird, glaube ich, echt viel sein. Ja, 385 Euro die 100 Milliliter. Ist schon äh, in der Richtung, in Richtung Serzow, ja. Das finde ich sehr, sehr viel. Und dafür. Ne? Wenn ich mir jetzt einen Nio angucke oder einen Kobe zum Beispiel, gut, die sind nochmal ein bisschen teurer, aber ich finde, die sind schon noch etwas ausgefallen. Also die sind sehr einfach gemacht auf der einen Seite, also sehr simpel, weil es sehr simple Zitrusdüfte mit blumigen Noten sind, auf der anderen Seite aber halt irgendwie doch spannender als jetzt so ein Oceania. Also das wäre jetzt eher so Richtung Duschgel und so. Weiß nicht, ob ich, das, äh, ob ich das jetzt unbedingt kaufen würde. Aber wer Bock hat auf so einen geilen äh, Duschgelduft, dann muss man sich das gerne mal äh, sich das gerne mal an, angucken. Genau, den Oligarch von Roger finde ich auch einen sehr guten Duft. Der ist allerdings aktuell aufgrund der weltpolitischen Lage, äh, glaube ich, nicht mehr verfügbar. Ne? Also die haben sich, glaube ich, dazu entschieden, den rauszupollen aus, ja, aus, der, aus, der, aus der Kollektion, weil halt, ne, ich meine, Ukraine und Krieg und alles, da kommt es vielleicht nicht so gut, wenn man einen Duft namens Oligarch verkauft. Ne? Deshalb hat letztens schon mal jemand gefragt, ob der, ob der eingestellt wurde oder so. Ich glaube, das ist ein temporäres Ding, dass die es einfach jetzt gerade nicht verkaufen. Ne? Oder er bekommt einen neuen Namen. Ja, kann sein. Ich stecke da nicht drin. Aber ja, Oceania an sich ein ganz cooler Duft, aber halt sehr, sehr duschgelig. Ne? um es mal so zu sagen. Und fand ich jetzt, fand ich jetzt aber ganz, ganz schön, um den zu tragen. Also als, als Abfüllung definitiv okay. So, dann hat der Blue Beanie noch was beigepackt. Beziehungsweise erstmal habe ich hier noch den Philosikos von Diptique. Den bekomme ich auch alle Nase lang empfohlen. Deshalb dachte ich mir, also ich habe ihn jetzt noch nicht, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ihn noch nicht wirklich jetzt auf dem Hals getragen. Aber ich wollte ihn trotzdem hier schon mal zeigen, weil er mir einfach die ganze Zeit empfohlen wird. Und ich weiß auch so ein bisschen, in welche Richtung der geht. Von daher alles gut. Denn das hier ist ein Feigenduft und kein schlechter Feigen. Duft, ja, sondern das ist wirklich Feigenbaum, Feigenblatt, Feige äh, durch und durch. Deshalb finde ich wirklich schön Mittelmeer angehauchter Duft, um es mal so zu formulieren. Also Feige ist ja wirklich sehr, sehr speziell, eine sehr spezieller, sehr spezielle Duftnote, die so ein bisschen, ja, ein bisschen was Moschusartiges auch hat, sage ich jetzt mal. Ne? Deshalb, wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich hatte vor einer ganzen Weile äh, einen Duft von Mattia Premier mal. Und zwar war das der Parisian Mask, der ja auch quasi wie so eine Mischung aus Santal 33 und dem Philosikos von dem Also auch hier Feigenblatt und Ambrette Brettsamen. Der ist ein bisschen pudriger, moschusartiger und hat so eine cremige Basis, was ich extrem geil finde. Aber im Grunde genommen sind die sehr, sehr ähnlich so in den ersten zwei, drei Stunden, sage ich jetzt mal. Also wirklich, wirklich ähnlich. Und das ist eben der Philosikos. Also da ist wirklich alles mit drin und Feige pur. Und ich finde, es ist tatsächlich ein bisschen, hat es auch so diese moschusartige Note. Und äh, das ist ein sehr geiler Duft für, für richtig heiße Temperaturen, weil diese Feige ist irgendwie super ausgefallen. Grüne Noten sind da mit drin und irgendwie auch frisch und alles und äh, auf der anderen Seite aber also es ist sehr sehr es kühlt einen sehr sehr stark runter ist ausgefallen es ist kein Zitrusduft aber es kühlt einen sehr sehr stark runter deshalb zähle ich das auf jeden Fall in Richtung frische Düfte den würde ich definitiv jetzt auch noch mal wenn es so richtig heiß ist vielleicht am Sonntag oder Samstag wann wird es 34 Grad ich glaube am Samstag da würde ich den einfach dann noch mal noch mal tragen denke ich ja auf jeden Fall coole, coole äh, Geschichte. So, jetzt habe ich hier schon mehrfach die Frage gesehen: Was hältst du vom Versace The Dreamer? Kann ich jetzt gerade aktuell leider gar nichts zu sagen, weil ich den Duft aktuell leider gar nicht im Kopf habe. Es kann sein, dass ich den irgendwann mal getestet habe, aber ist leider, ist leider ein bisschen her. Ich finde es ein bisschen schade. Also, ich kenne einige Klassiker noch nicht. Also ich kenne viele Klassiker, aber einige kenne ich wirklich noch nicht. Bin immer dran, dass ich da auch mal wieder was teste, aber ich komme auch leider nicht immer dazu. Dann hat der Bluebini noch was dabei gepackt, was einen sehr, sehr komischen Namen hat. So einen Namen kann sich nur ein deutsches Unternehmen einfallen lassen, um ganz ehrlich zu sein, denn es geht hier um Aqua di Baviera. Also quasi echtes, echtes bayerisches Wasser. Ja, äh, glaube ich zumindest. Ja. Exklusive Parfums aus Bayern. Guckt dir das mal an. Hi ja, 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 Also da geht ja mein Herz auf, wenn man seiner Marke seiner Marke einen italienischen Namen gibt und dann aus Bayern kommt. Wow. Ist wahrscheinlich einfach nur eine an Anlehnung auf ähm, Aqua di Colonia. Ne? Also echt kölnisch Wasser. Und das wäre jetzt dann quasi das echt bayerische Wasser. Und der Duft, den ich hier habe, heißt Lago äh, Aqua di Baviera. Genau. Lago, also der See schätze ich mal und es ist ein aquatisch frischer Duft mit Bergamott Sauerstoffakkord grünen Blättern und Limette aquatischen Noten Salbei Seerose, Moschus, Ambra, Treibholz. Also klingt ein bisschen so, als hätte da der Megamara angerufen von Otto Parisi ne? mit den mit den äh, mit der Algennote und dem Treibholz. Aber ich habe ihn jetzt heute mal getragen. Ich fand ihn wirklich sehr, 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 sehr schwach in erster Linie. Also Michael Zürich schreibt schon. Ich bin gespannt, wie Sauerstoff riecht. Der Blubini schreibt, der riecht wie ein offenes Fenster. Ich kann ehrlich sagen, der riecht in erster Linie riecht ja für mich nach gar nichts. Ja. ja, ist irgendwie ganz, 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 ganz subtil und und es ist auf jeden Fall ein frischer Duft. Also versteht mich nicht falsch, wenn man sich das erstmal damit einsprüht, hat man so das Gefühl, okay, jetzt kommt da halt die frische, der richtig frische Duft auf mich zu. Aber dann kommt irgendwie, also auf den Teststreifen kommt sehr, sehr wenig durch für mich. Und auf der Haut ist irgendwie nur so ein bisschen so Desinfektionsmittel-Feeling, weißt du? Also wenn du halt so die Hände, ne, ihr kennt das Spiel jetzt seit Corona, ne? Man kriegt ja dann überall dieses Desinfektionsmittel, reibt sich damit ein. Wenn das dann so trocknet, dann hast du halt so, ja, irgendwie so diesen. Keine Ahnung, so diesen undefinierbaren Geruch. Also hat mich jetzt persönlich, ehrlich gesagt, leider gar nicht abgeholt, dieser Duft. Was ich sehr, sehr schade finde, ich das nach wie vor, ne? Ich will die deutschen Marken langsamer sehen, die richtig geilen Scheiß produzieren. Ne? Das sage ich ganz, ganz ehrlich so, weil ich glaube, hey, schau, wir haben, wir haben super viele kleine Marken und es kommt einfach, es ist einfach nichts Ordentliches da. Es ist so schade. Also bis auf jetzt äh, schwarzlose Berlin natürlich, die ich sehr, sehr gerne habe, wo mir gerade einfällt, ich habe einen Duft vergessen, den ich heute eigentlich auch mitbringen wollte zu Hause. Von daher rip an der Stelle. Aber finde ich ein bisschen schade, ähm, dass das hier einfach... Ja, also es ist für mich, hätte ich, hätte ich den Duft gekauft, hätte ich gesagt, so der ist ja auch, also ich, ich weiß nicht, wir gucken mal gerade nach, was kostet. Ja, 63 Euro, okay, gut. 63 Euro die 100 Milliliter, das äh, ist verkraftbar. Ja, wäre jetzt deutlich teurer, hätte ich gesagt. Ah, nicht so. Aber okay, für 63 Euro, ja, so ein leicht hier Molekülduft, ähnlich, ja, das kann man schon, das kann man schon machen. Ne? Aber ist okay, also hat mich jetzt einfach nicht abgeholt, ich finde es schade, ja, ich hätte mich sehr gefreut, wenn das echt bayerisch Wasser mich abgeholt hätte, hat es aber leider nicht, ja. Birkholz, kein gutes Unternehmen, äh, ich würde nicht sagen, dass es kein gutes Unternehmen ist, aber, also ich habe ja 20 Düfte von denen mal im Stream getestet, kannst du dir gerne mal anschauen, wenn du wissen möchtest, was mein Favorit von Birkholz ist, aber vieles hat mich da leider auch nicht abgeholt, ne? Also, ich finde, die machen einen super Job, was, was Marketing angeht. Also, ich finde es geil, wenn sich Leute vor die Kamera stellen, einfach mal machen. Und so wie ich das sehe, also ich verfolge es ja nur am Rande, aber geht das schon noch sehr, sehr ab bei denen. Von daher sehr gut. War noch immer super freundlich, haben mir ja auch Samples geschickt und alles. Also alles cool. Aber viele Düfte waren für mich sehr unspektakulär für den Preis, den man dann doch bezahlt. Ne? Also ich würde sagen, die sprechen definitiv eine Zielgruppe an, die wirklich Wert darauf legt, dass das Produkt in Deutschland hergestellt wird, dass es in Deutschland, äh, dass der Parfümeur aus Deutschland kommt, äh, dass die halt local produzieren so und wenn du halt über diese äh, Schiene da rangehst, dann findest du defini es definitiv, dann wird es dir auch sehr, sehr gut gefallen, aber für mich, ich wollte jetzt wirklich halt eine kreative Ausgefallene, crazy DNA für den Preis, eine super Haltbarkeit und sowas, da hat Birkholz so ein, zwei, ein, zwei Schwächen verglichen mit anderen Leuten im Markt. Was aber ja gar nicht schlimm ist, weil ich glaube, die machen wirklich, sind sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Nur ist es für mich halt nicht, dass ich sage, wenn ich jetzt vergleiche mit diesen italienischen Marken so, die so viel, so viel Stoff geben und so crazy und kreativ sind und sich so viel trauen. Das ist einfach, ähm, ich finde, da hinkt Deutschland einfach als Allgemeines, also allgemein einfach ein bisschen hinterher. Und da hätte man, da könnte man deutlich mehr noch machen und deutlich mehr Action machen. Ne? Aber das ist auch alles... Ich meine, ne, jeder muss irgendwie selber gucken, wie er es aufzieht, die Marke. Und wenn wir halt eher so ein bisschen mainstreamiger sind als andere Länder, ja, dann ist es halt so. Ne? Vielleicht ist es auch einfach der Geschmack von vielen Leuten hier. Ne? Ich, ich kann das nicht kann das nicht 100% beurteilen, aber kann ich mir zumindest vorstellen. Okay, jetzt habe ich schon sehr, sehr viele äh, Sachen hier gesehen. Ja? Jetzt habe ich schon sehr viele Leute gesehen, die in den Chat geschrieben haben. Hier äh, der Party in the Bay ne von äh, Simone Andreoli. Und das ist ein Duft, den ich jetzt auch... Seit ein paar Wochen tatsächlich in meiner Sammlung habe. Party in the Bay, Malibu. Malibu, ja. Und <laughs> da kommt mir natürlich direkt äh, wieder eine, eine sehr, sehr gute Idee. Äh, beziehungsweise ich habe äh, auch den Tab schon aufgemacht, weil ich mir dachte, komm, auf den paar ja, wäre es ein Fehler, nicht dieses Meme abzuspielen. Kauf du. So schon mal passt. Alles für einmal das. Was ist das ey? Kokosmilch. smelt Ja. Kokos ich bin ja Malibu. Ja, genau. Wir sind nicht in Malibu, aber heute sind wir tatsächlich in Malibu, nämlich mit dem Duft Malibu Party in the Bay äh, von Simone Andreoli. Bekommt ihr übrigens auch äh, bei dem Online-Shop, den ich euch in der äh, Beschreibung auf YouTube dann verlinke. Und dieser Duft hier, ne, also der Blue Beanie, hat mir tatsächlich äh, zwei, drei Mal geschrieben, wie unfassbar geil er diesen Duft findet. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auf jeden Fall... Ich bin dann nicht ganz abgeneigt äh, dem Duft gegenüber. Ja? Weil äh, das wirklich mal ein ausgefallener, wirklich ein ausgefallener Zitrusduft für den Sommer ist, der auch mal ordentlich lange hält. Äh, mit einer Einschränkung, die ich euch gleich gerne äh, noch sagen werde. Der trotzdem, äh, da, ist, da ist keine Kokosmilch, Kuckucks, ist da nicht drin. Es ist äh, Kokos, Kokoswasser ist. <laughs> Kokoswasser ist da drin, siehst du ja hier. Ne? Kokoswasser rum und äh, Limette äh, sind da die, die Hauptduftnoten. Die Haupt das ist äh, an dieser Stelle definitiv mal eine sehr sehr kreative Variante. Ich finde den Duft wirklich sehr cool, weil es ist zum ersten Mal ein Parfum, was wirklich Hardcore diese Limettennote ausspielt. Ja, also normalerweise hast du ja bei Düften immer so dieses super frische und süßliche zitrus ding ja. Und hier ist jetzt wirklich mal eine unfassbar herbe Limette, die hier äh, eine Rolle spielt, ja. Also herbe, bittere, grüne Limettenschale am Anfang und du riechst quasi, wenn du dich damit einsprühst, riechst du die ersten zwei, drei Stunden nur diese Limette. Und das finde ich sehr geil, weil das ist wirklich wie so ein, äh, hier, Mojito oder ein äh, Caipirinha und sowas ja also so dieses typisch Limetten Limetten fokussierte und sehr sehr trocken grünliche das finde ich ist hier am Anfang sehr deutlich der Fall und dann kommt eben sobald der Duft ein bisschen sobald dieses Limettending so ein bisschen zurückgeht kommt dann eben die Kokosmilch ja also wirklich äh, Kokosnote sehr cremig und ähm, Cocktailartig an dieser Stelle finde ich sehr sehr schön und für den Sommer einfach durch dieses Grün zitrische extrem erfrischend trotzdem weil es auch ein exträde Parfum ist mit einer entsprechend guten Haltbarkeit. Mit der einen Einschränkung, dass dieser Duft dann irgendwann einfach wirklich so pam einmal komplett abgeschnitten wird. Ne? Also so drei, vier, fünf Stunden riechst du den sehr, sehr deutlich und dann plötzlich ist so ist er plötzlich einfach weg. Ne? Also plötzlich kommt einfach gar nichts mehr davon. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht das noch etwas weiter ausdehnen können. Ne? Vielleicht nicht exträde Parfum, sondern de Parfum. Dafür ein bisschen andere Konzentration, äh, dafür ein bisschen andere Inhaltsstoffe. Dass es einfach etwas länger, äh, noch so ein Dry-Down hat ja, das ist ein bisschen schade, aber trotzdem finde ich den Duft sehr kreativ und spannend und äh, auch sehr gut tragbar für den Sommer, weil man sich einfach direkt an den Strand versetzt fühlt und nach Malibu, ja. Also von daher ist der Name wirklich Programm. Party in the Bay äh, ist für mich ein toller, toller Duft und sehr, sehr geil für die wärmeren Tage des Jahres. Deshalb an dieser Stelle definitiv ein gutes Ding. Und ja, der wird häufig verglichen mit Virgin Island Water und ich muss ehrlich sagen, Virgin Island Water hat mir gar nicht gefallen. Dazu eine Kokos Kokos Kokosmilch. Kokosmilch und Nicola Cola Zero. Der wird häufig zu Virgin Island Water verglichen und ich muss ehrlich sagen, ich finde, Virgin Island Water hat mich gar nicht abgeholt. Also ich habe den getestet und es war so jo, Alter, voll der unbedeutende Duft. Warum feiern den alle so? Und der hier hat mich schon hat mich schon viel, viel mehr abgeholt. Also äh, deshalb kann ich das definitiv äh, fühle ich den Vergleich und äh, würde auch sagen, dass ich hier äh, das Geld auf jeden Fall besser, äh, dass das Geld besser investiert ist. Zumal, ne, Simone Andreoli. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ob das ein Typ oder eine Frau ist. Äh, zumal du hier halt 135, die Milliliter bezahlst, glaube ich zumindest, oder sind es 100? Ja, 135 für äh, 100 Milliliter. Das ist natürlich preislich. Verglichen mit äh, einem mit mit Creed-Duft ist es natürlich ein, es ist ein himmelweiter Unterschied. Und da siehst du halt auch wieder, wie geil du eigentlich ähm, ein Parfum machen kannst für weniger Geld dann. Ne? Mein Summer-Duft All-Time äh, ist eine sehr gute Frage, Osan. Da bin ich ja noch dran. ne? Also äh, da sind wir ja noch auf der Suche, aber ich würde sagen, die Chancen stehen sehr, sehr gut für den Note de Jusu von Healy, weil der einfach ähm, sehr, sehr gut ist. Ja, genau. Simone ist ein äh, Männername, richtig. Das dachte ich mir nämlich auch. Ne? Deshalb, das ist keine Frau, sondern es ist ein Männername. Finde ich definitiv, äh, finde ich definitiv cool. Und äh, den Note de Jusu, den wollte ich mir eigentlich auch noch holen, aber ich habe bis jetzt noch nicht den Trigger gepult. also weil ich dachte mir dann irgendwie, okay, äh, so finanziell muss ich jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit Düfte kaufen, ähm, nur weil ich hier einen Sommerduft suche. Ne? Aber wir sind sehr nah dran übrigens. Mit einem Duft, den ich äh, jetzt gerade tatsächlich mir nochmal gekauft habe, weil ich ihn einfach so geil fand. Und dann hatte mir im Stream letztens hatte mir jemand noch einen äh, Discount-Code dazu äh, mitgegeben. Und dann habe ich den für 170, glaube ich, bekommen. Der kostet normalerweise 270, also fetter Discount, ja. Habe ich mir einfach dann den Scherz gegönnt und habe mir den bestellt. Und das ist der Bottega Veneta Parco Palladiano Melagrana. Den habe ich schon mal vorgestellt in dem Video. Den habe ich auch vor zwei Jahren schon mal getragen und vorgestellt. Und das ist einfach die geilere alte. Alternative zu Afternoon Swim von Louis Vuitton, weil er noch ein bisschen länger hält und einfach auch äh, von der gesamten Aufmachung her nochmal ein Stück weit geiler ist also ihr könnt sehen ne schwere schwere Metallkappe du hast einen super fetten Flakon, also es ist auch komplett Glas und der hat ein gewisses Gewicht auch was er mit sich bringt und die DNA ist würde ich sagen so wie Afternoon Swim also so eine richtig schöne Mandarine Grapefruit glaube ich ne Grapefruit war es also sehr fruchtig spritzig und so und einfach einfach ein geiles Teil was noch ein bisschen fruchtiger und spritziger ist und noch ein bisschen mehr so eine Basis hat ne der hält auch etwas länger als der Afternoon Swim der Deshalb für mich äh, der beste elegante Duft für den Sommer. Das wäre zum Beispiel, also wenn der noch getoppt wird, von. Eben Note de Yuzu. Ich habe den auch jetzt anderthalb Jahre nicht mehr getragen. Also die beiden liefern sich auf jeden Fall einen Kopf an Kopf Rennen, weil der echt unfassbar gut ist. Und ich meine, dass der äh, Note de Yuzu. Warte mal, ich zeige euch gerade mal den Duft. Genau, den Namen kann man sich nicht merken. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei diesen ganzen Duftnamen. Also der deutsche Melagrana. Das ist der. Den finde ich unfassbar. Ist einfach mega geil. Und von der Haltbarkeit her finde ich deutlich besser. Siage finde ich mit 6,3 auch ein bisschen äh, zu schwach bewertet an dieser Stelle. Und Note de Yuzu hatte für mich, glaube ich, eine geile. Also eine bessere Haltbarkeit als der On the Beach tatsächlich. Äh, den fand ich, fand ich sehr, 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 sehr nice. Aber muss ich mir halt noch bestellen, wenn ich den wirklich nochmal testen möchte. Auf jeden Fall, Melagrana kommt sehr, sehr nah an einen, an einen perfekten Sommerduft für mich ran. Ich finde den sehr geil. Kennst du den Eau de Citron Noir von Hermes? Nee, kenne ich nicht. Tut mir leid. Und äh, Nero Setanta ist auch geil, aber habe ich jetzt auch nicht mehr so 100% im Kopf. Ich habe tatsächlich jetzt noch zwei Düfte hier stehen. Ich glaube, dann sind wir auch. Nee, drei habe ich noch hier stehen. Dann sind wir, glaube ich, auch durch. Ich möchte noch einmal kurz ein Wörtchen verlieren zu dem Terre d'Hermes. Den ich ja im wann war das, im Stream am Dienstag noch vorgestellt hatte. Was ist dein Favorite Minzduft? Mein Favorite Minzduft ist der äh, Torino äh, 21. Auf jeden Fall, der Torino von Serjoff ist mein Lieblingsminzduft, weil es einfach ein geiles Teil ist. Nicht ganz günstig, aber gibt es ab 30 Milliliter. Und da muss man sagen, geiler Humor von Sergeff an der Stelle, um viele Leute an die Marke ranzuführen. Okay, der Urgivre von äh, Hermes habe ich am wann habe ich den getragen? Ich glaube, am Mittwoch habe ich den getragen. Als ich tatsächlich nicht so ganz, nicht so ganz fit war. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen und vor allen Dingen weil er auf meiner Haut wirklich nochmal so diese ich habe ja gesagt es ist ein sehr süßer und saurer und frischer Zitrusduft weil da halt Zitronat Zitrone drin ist also es ist wirklich so Zitronik bis zum geht nicht mehr aber auf meiner Haut kam viel mehr so diese Terdermess-DNA durch also ich habe das ja gesagt dass das für mich sehr sehr frisch zitrisch zitronenartig sauer ist auf dem Teststreifen aber auf der Haut kam viel mehr diese Terdermess-DNA durch und es war einfach eine sehr frische Version von dem Terdermess und das hat mir extrem extrem gut gefallen. Haltbarkeit leider bei diesem Duft ein bisschen enttäuschend gewesen bei mir. Also hier war auch relativ schnell war äh, das Schauspiel vorbei. Das heißt, von der DNA her, würde ich sagen, ein sehr geiler Duft, aber von der Haltbarkeit her leider äh, dann doch nicht so. Ich habe ihn jetzt äh, nicht so häufig jetzt getragen. Ja, an der Stelle war es ein bisschen enttäuschend, leider. Äh, trägst du auch den Indochin im Sommer? Passt da zwar gar nicht rein, ist aber, wie ich finde, voll ein Sommerduft mit Malaysia. Ich habe tatsächlich, du wirst lachen, ich habe äh, zu Hause liegen den Zeitrauschen äh, Cylon von Sergejow, weil ich letztens noch mal so einen Kick hatte, da dachte ich mir, boah, Cylon, Alter, let's go, den muss ich mir holen. Und dann habe ich Glück gehabt, habe im Zug geschaut auf Parfume und habe jemanden gefunden, der den eintauschen will und habe jetzt da einen fast vollen Flakon, glaube ich, von Cylon zu Hause liegen. Und ich freue mich da extrem drauf, weil ich glaube, dass man diese orientalischen Düfte auch sehr, sehr gut im Sommer tragen kann. Also nicht, ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, weil ganz ehrlich, was machen die Leute in Dubai denn, ja? Die tragen nicht alle frische Düfte, ne? Die tragen natürlich auch Rosehut und sowas. Und das ist halt genau gemacht für diese, für diese Extrem hohen Temperaturen. Und deshalb äh, würde ich Indochin, ja, das ist dieser Erdbeerduft, glaube ich, äh, den würde ich definitiv auch im Sommer tragen und auch Mamluk und Ceylon und äh, Gao und sowas alles. Einfach volle Gönnung. Ist halt dann die Frage, ob das äh, den Menschen um, um dich herum so gefällt. Aber ich fand das immer geil. Ne? Warren Peace ist auch so ein Sommerduft, ja. Warren Peace ist der Sommerduft. Ich müsste, glaube ich, morgen würde ich, glaube ich, mal äh, Warren Peace 2 tragen. Mal gucken, was die Leute im Büro sagen. Morgen ist auch Freitag, von daher, who fucking cares, ja? Ist eh keiner da. Ich glaube, ich mache das morgen. Soll ich das machen? Bei dem Cylon haben wir uns letztens doch unterhalten, wo ich ein bisschen schneller war. Nee, danach habe ich noch einen gefunden. Ohne Spaß. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche oder so, der ist jetzt gestern, der ist zwar zu meinem Vater gegangen, weil ich dem Typen die falsche Adresse gegeben hatte, aber der ist gestern angekommen und äh, ich habe mich extrem, extrem gefreut. Ja, weil ich liebe. Ich, ich habe ich hab das echt, habe den echt, habe den verkauft und ich habe den wirklich vermisst, weil ich den so, so geil fand. Hammerduft. Hammerduft. Der Zeitung, wirklich. Aber okay, damit kommen wir jetzt noch zu den letzten beiden, zu den letzten beiden frischen Düften. Ich habe hier einmal den äh, Verdi Gris von Kinetic Perfumes. Ich habe übrigens witzigerweise gestern Abend eine Stunde, <laughs> ich habe eine Stunde mit dem Chris von Kinetic Perfumes telefoniert, also der Typ, der die Marke ins Leben gerufen hat, weil wir haben ein bisschen gequatscht, auch wegen meinem Duft, der der jetzt bald rauskommt. Er hat mir so ein paar Tipps gegeben und ein paar Kontakte auch vermittelt und so. Und dann haben wir übers Hölzchen aufs Stöckchen, haben wir dann von 10 bis 11 äh, abends, haben wir dann noch eine Stunde gequatscht und ich bin dran, dass ich den vielleicht sogar mal auf den Channel hole. Also, ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber äh, ich fände das sehr, sehr geil, wenn der mal äh, für ein Interview vorbeikäme, weil der auch so viel zu sagen hat. Und Verdigris äh, ist ein geiler Duft, allerdings. Genau, also sehr, sehr schöner Duft, ja. Der Verdigris von äh, Kinetic finde ich ein, ein richtig, richtig geiles Teil, weil der nämlich äh, eine sehr rauchig frische DNA hat, ja. Also du hast hier sehr, sehr viele Zitrusnoten am Anfang, Orange, Zitrone, Bergamot, Jasmin, Limette. Nochmal dran riechen, ne? <laughs> Und dann eben äh, aber auch äh, viele blumige Noten, also Fräsie, Veilchen, Rose, ne? Ich finde, dass man da auch vor allen Dingen tatsächlich, also klar, ich flach's euch jetzt ein bisschen, aber ich finde, dass man da tatsächlich tatsächlich äh, am ehesten noch so diese Kombination aus Rose und fräsie glaube ich. Also so ein bisschen helle Blüte hat man da rausgerochen und äh, in der Basis dann eben sehr sehr viel Eichenmoos. Also es ist ein Duft, der wirklich einen sehr starken Oldschool Charakter, ja riecht so gut, Hm, lecker, <laughs> der einen sehr sehr starken Oldschool Charakter hat, aber einfach durch diese frischen Noten am Anfang und durch die Rose extrem erfrischend wirkt, ja. Also ich fand es wirklich so den perfekten Begleiter, weil der auch so ein bisschen einen grünen Anteil hat und einfach auch wieder so dieses Frische, aber dann auch etwas, etwas rauchig Noten mit drin, also so ein bisschen wirklich was würziges, rauchiges. Das macht den einfach sehr, sehr spannend äh, für den Sommer, weil es einfach frisch ist, aber auch trotzdem äh, noch so ein bisschen Punch mit sich bringt. Ich würde auch nicht sagen, ich habe den auch in meinem Alltag schon mal getragen, ja, ich würde nicht sagen, dass die Siage bei einer 6,7 liegt. Ich finde, die ist deutlich drüber, also mindestens eine 7. Ähm, finde ich, finde ich, also Maiji schreibt haltbarkeit Sia mies Bro, what the fuck? Äh, das ist auf jeden Fall bei mir nicht der Fall gewesen. Ich fand den wirklich extrem gut. Ja, schönes Teil, also allgemein mein Kinetic bis jetzt, ohne Spaß, bis jetzt gab es wenige Düfte, wo ich dachte, ma nicht so. Also Aura ist geil, äh, Siage ist natürlich geil. Dann der Unreal ist einfach, Alter, Unreal ist einfach richtig geil. Habe ich auch direkt, äh, habe ich letzte Woche im Büro noch getragen, habe ich direkt wieder. Direkt Kompliment drüber bekommen. Ne? Gehst du noch über zum Laden, wenn du einen Duft holst? Äh, nee, ich gehe nicht in den Laden. Tatsächlich gar nicht. Ich kaufe nur noch online oder halt secondhand. Auf jeden Fall Verdigris, äh, auch sehr, sehr geiler Duft von der Marke. und, Aber das ist auf jeden Fall auch äh, eine sehr, sehr geile Marke, die ich nur wärmsten Herzens empfehlen kann. So, und der letzte Duft, den ich jetzt noch hier habe für den Sommer, ist wirklich auch wieder ein geiles Teil und für mich so ein bisschen eine Alternative zu einem äh, Serge of Neo zum Beispiel, ja, oder äh, zu weiteren äh, frischen Italienern, sage ich jetzt mal ganz grob. Und das ist der High Heel White von Roberto Ugolini, den ich natürlich auch gerne wieder hier an dieser Stelle zeige, weil es den bei mir im Shop zu kaufen gibt. Also wenn ihr diesen Duft mal probieren möchtet, holt euch gerne eine Abfüllung. Und wenn er euch dann zusagt, gerne auf äh, Kaiporten.de mal einkaufen. Ich finde nämlich, dass der tatsächlich eine gewisse Parallele zu dem NIO von Sergejow hat, allerdings mit mehr Fokus auf den Blüten. Also, NIO von Sergejow ist ja so ein Zitronenduft oder ein frischer 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 Zitrusduft mit blumigen Noten in der Basis, ne, oder im weiteren Verlauf. Das heißt, am Anfang ist da wirklich der fette Zitruskick und dann kommen die blumigen Noten. Und hier bei dem High Heel White ist mehr Blumen, also ist einfach mehr Blumen in dem Duft, ja? Ist mehr Blumen. Und das ist geil, weil es irgendwie eine also es hat so diese frische DNA und dieses erfrischende, aber es ist trotzdem nicht ein Zitrusduft, sondern eher so ein floraler blumiger Duft. Und es ist eigentlich ein Darmduft, ja, aber ich finde, man kann den sehr sehr gut als Mann tragen. Bei mir kommen zum Beispiel wunderbar die Zitrusnoten durch und äh, nicht, so sehr dieses, nicht so sehr dieses extrem blumige. Der hat auch eine schöne holzige Basis, wie ich finde. Also äh, Dry Down auch mega geil bei dem Duft und äh, von, dem, von dem gesamten Flakon her, ja, dieses, dieses Weiße hat für mich auch, also das könnte für mich auch so ein. Malibu Exotenduft sein, sage ich jetzt mal. Und einfach finde ich sehr, sehr schön und deutlich geiler als zum Beispiel der Kittenheal, den ich persönlich ja, ich sage es in jedem Stream eigentlich ein bisschen altbacken finde. Aber hier der ist, ist wirklich sehr, sehr scharf, finde ich. Ja, das wäre auch so ein Duft, den würde ich im Sommer auf jeden Fall mal äh, empfehlen. Wenn man schon viel gerochen hat, man einfach so in diese Richtung von den leicht blumigen Düften gehen möchte. Ja, finde ich eine schöne Alternative zu, ähm, zu dem NIO zum Beispiel. Ja, also, NIO trage ich auch extrem gerne. Habe ich ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Aber das das wäre auch ein Duft, den ich äh, an dieser Stelle mal empfehlen würde. Yo, so viel also zum Thema frische Düfte für Herren im Sommer. Äh, wenn ihr hier jetzt ein bisschen Inspiration ziehen konntet, freut mich das sehr. Wie gesagt, wenn ihr das später auf YouTube schaut, gerne mal in die Beschreibung gucken für die Links zu den Düften. Ich bin aber trotzdem noch nicht am Ende meiner Reise mit den frischen Düften angelangt. Also da werde ich definitiv noch ein, zwei Sachen testen und äh, es stehen noch ein paar sehr, sehr heiße Kandidaten auf der Liste.